Moin meine Lieben und willkommen zurück zur Formel 1. Heute geht es in das vorletzte Rennen dieser Saison. Wir sind unterwegs immer noch als WM-Führender, als Weltmeister mit über 120 Punkten Vorsprung zu Sebastian Vettel. Es geht zum vorletzten Rennen der Saison und in Sachen KWM, da haben wir auch ordentliches Polster. Ferrari bei über 700 Punkten mittlerweile und in der Entwicklung konnten wir dementsprechend auch pausieren. Wir sind beim Motor auf Platz 5. Wir sind in Sachen Aerodynamik mittlerweile nicht mehr auf Platz 1, sondern hinter Mercedes auf der 2 und beim Chassis immer noch auf der 3 immerhin. Und insgesamt, ja, da holen die Teams hinter uns zwar immer noch ein bisschen auf, Red Bull und Mercedes ziehen ein bisschen weg, aber die WM-Titel, die sind bei uns. Das ist das Wichtigste. Die Strategie für heute, und da gibt es eine Besonderheit beim Qualifying, ich bin mit einem Motor gefahren, den ich sonst nur im Training verwende, beziehungsweise mit dem ich das Training simuliere. Heißt, ich habe rund 90% Abrieb bei manchen Komponenten gehabt. Und dementsprechend starte ich von ganz hinten, habe alle Motorenkomponenten frisch ausgewählt und starte von der letzten Position. Und da fahren wir mit Mediums los und der Plan ist, mit Einstopp später auf Softreifen zu Ende zu fahren. Ja, hoffentlich gelingt das Ganze. Und wir schauen uns mal die Startaufstellung an. Ganz vorne auf der Pole Position Lewis Hamilton. Weiterhin vermisst wird Max Verstappen im Moment in der Startaufstellung, aber der kommt sicher noch. Vor Vettel, Albon, Sainz und Stroll. Raikkonen dann vor Gasly. Giovinazzi dann vor Bottas, Kwiat und Magnussen. Grosjean dann vor George Russell. Robert Kubica bzw. Latifi dann vor Ricciardo, Norris, Perez, Ocon. Und ganz hinten, da starten wir. Und damit, ihr Lieben, viel Spaß hier beim großen Preis von Brasilien. Okay. Not bad. That's a strong start. Well done. So, Norris kommen wir hier easy vorbei. Och, come on. Okay, you need to get that position back. That was an illegal overtake. Honestly, ey. Ich meine, da hätte ich ja nicht mal gecuttet, wenn das... Na, egal. Wenn es ein bisschen safer wäre mit der KI. Ich wusste aber nicht, ob der dazu zieht oder nicht. Ja, einfach außenrum. Viele fragen sich eh, warum ich oft außenrum überhole. Das liegt halt daran, dass die KI tatsächlich besser reagiert, wenn du außenrum überholst. Zumindest in einigen Kurven. Hier zum Beispiel jetzt innen zu überholen, wäre auch ein bisschen komisch gewesen. So, da sind wir vorbei. Easy. Ganz vorne ist schon mal ein Mercedes. Müsste Hamilton sein, Bottas wird strafversetzt. Der sich da extrem gut durchsetzen kann schon. Absetzen kann.
dieses Mal habe ich tatsächlich die Reifendrücke deutlich runter gemacht. Scheinbar auch zu Recht, weil wir jetzt schon mal 100 Grad vorne sind. Und vor allem der rechte vordere Reifen wird jetzt wohl noch heißer sein, oder? 104, okay. Ja, passt. Geht's. Ricardo kriegen wir safe auf der Geraden. Vielleicht sogar Giovinazzi. Jawohl. Schönes Ding. Und vor uns ist gelb. Das sind Toro Rosso langsam. Alpha Tauri. Das ist schon P11. Gasly ist raus. Schönes Ding. Top 10. Moment, ist eigentlich Valtteri Bottas jetzt schon auf 2? Was ist denn da los? Wie heftig ist Mercedes bitte gedopt in diesem Rennen? Warum ist Gasly raus? Der muss noch Hamilton noch überholen. Okay, ich bin schon schneller als Vettel. Das ist unerwartet. Bauen die Softs so schnell ab, oder? Überhitzen die Softs?
ich finde es auf jeden Fall gut, später die Softs drauf zu schnallen, weil da relativ viel Belastung für den Reifen erspart bleibt. Chance ist auf jeden Fall gut da, dass wir sowohl in diesem Stint gute Zeiten fahren, als auch im späteren Stint. 19%, schaut auch gut aus. Alright, 105 Grad vorne rechts. We're trailing our teammate by 10.5 seconds. They're on old softs. They're in fourth. The time last lap was a 1:11.1. Copy that. Hards for next box. What? Was für harte? Okay. Habe ich harte? Das hat er schon beim ersten Mal gesagt, oder? Copy that. Ich glaube, der hat nicht dazu gesagt, was er copied. Ich mag diese Linkskurve nicht, wenn man die nicht normal voll kriegt. Sonst hat die halt einen coolen Flow, aber wenn du so weit rauskommst, ist es unangenehm. Auf jeden Fall war Vettel jetzt doch wieder ein Ticken schneller als ich. Was ja erstmal nichts Schlimmes ist. Er kann ja auf Softs logischerweise theoretisch bessere Zeiten fahren als ich auf Medium. Oder allgemein kann man mit Softs bessere Zeiten fahren, aber scheint dann wohl nicht so eindeutig zu sein, wie ich dachte. Auch ein bisschen von der Red Bull weg. Ich frage mal jetzt nach der Zeit gleich. Gap to teammate ahead is 11.1 seconds. Okay, ist spürbar schneller. Ich bin mal gespannt, ob ich hier auch in die Top 5 noch kommen kann, weil Top 5 wäre natürlich ein super Ergebnis. Bottas, ja, kriege ich wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht einen der beiden Red Bull oder beide Red Bull, das wäre natürlich top. Ich glaube auch so ziemlich das Beste, was man jetzt noch erreichen kann von dieser Position aus, von der Startposition aus sowieso. Vielleicht sogar ein Podium, mal gucken. Wo ist Sergio Perez? Warum ist Perez? Oh, Perez hinter mir. New strategy option. Copy that. Oh ja. Das Ding ist, auch hier wieder, das Spiel wollte mir nicht so viele Runden auf den Mediums und später auch auf den Softs zugestehen, sodass ich meinen Boxen, meine Strategie quasi, das habt ihr wahrscheinlich im Vorschaubild schon gesehen,
meine Strategie so erweitert habe, dass ich in der letzten Runde nochmal reinkomme. Aber den Stopp werde ich natürlich überspringen. Und ich weiß jetzt nicht, ob da ein Stopp stand oder zwei Stopp. Aber auf jeden Fall werde ich einen Einstopp fahren. Von Medium auf Soft. Das ist halt meine große Hoffnung für später. Weil wenn Vettel jetzt irgendwann auch Harte drauf hat und ich dann auf Softs unterwegs bin, ja, dann easy. Dann sind wir dran und vorbei. Das in kurzer Zeit, hoffentlich. Ach, Sergio kommt von hinten ran. Kostet jetzt Zeit. Ja, im Mittelsektor 1,5 Sekunden verloren. Stroll in der Box. Ja, Kimi Räikkönen, vor etlichen Jahren hier Weltmeister geworden. Und Hamilton ist ein Boxenstopp rausgefahren. Uff. Jetzt aber harte Reifen auf. Sebastian's in for his stop. Auf geht's. Bottas hinter mir. Vettel dicht dran an Bottas. Bottas hat da Zeit verloren beim Stopp. Das wird aber auch echt ein Geduldsspiel jetzt mit der Strategie. Weil für den Moment kann ich natürlich hier keinerlei Zeit rausholen.
oder wenig. Hamilton is ahead of you, they're on fresh hearts. Their tires are two laps old. The time last lap was a 1:10.8. Ja, Hamilton fährt 10er Zeiten, das ist sehr stark. Na gut, die anderen halt nicht, ne? Also P2 kann es auf jeden Fall wieder werden. Mit dem Safety Car sogar der Sieg. Motortemperatur sieht gut aus. Weiter pushen. Bottas is behind you. The gap behind us is 3.1 seconds. They're on fresh hearts. Their tires are two laps old. The time last lap was a 1:10.7. Schade, Bottas fährt auch so schnell. Ja, mal gucken, was später mit den Softs drin ist. Okay, auf geht's. 1:11.3. Letzten 3-4 Runden laufen jetzt mit den Reifen. Wird wahrscheinlich in Runde 22 reinkommen. Ich mag es ganz gerne, mit ein bisschen wenig Drehzahl in die Kurve reinzufahren, auch wenn man wahrscheinlich ein bisschen besser rein käme in die Kurve, mehr Rotation hätte, wenn man schön runterknattern würde die Gänge. So kann ich zumindest die Temperatur jetzt einfach relativ niedrig halten, wenn ich da halt nicht in so hohen Drehzahlbereichen ankomme am Scheitel. Und damit kannst du halt deutlich mehr auf den Geraden pushen. 113 Grad beim Motor. Ja, da kann ich halt einfach auf Fett jetzt bis Kurve 4 oder 5 hier durchfahren. Das ist extrem gut. Sehr gut aus.
Okay, zwei Runden haben wir noch. Dann geht's an die Box. So, hier wird es jetzt ein bisschen knapper. Wieder eine 11-3. Hamilton ahead, they're on fresh hards. Their tires are 7 laps old. The time last lap was 8.10.7. We're dropping back by around 4 tenths a lap. Warte mal, der ist eine 10-7 gefahren? Wie sind wir dann nur 4 Zehntel zurückgefallen? Wir sind noch eine 11-3 gefahren. Gegen Bottas verteidigen. Auch Sepp so ein bisschen rankommen lassen dadurch. Okay, jetzt zieht er wahrscheinlich nach innen gleich. Ah ne, doch nicht. Ganz entspannt. Okay, 14 Runden. Wie viel kostet hier ein Boxenstopp? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich wissen, wenn wir den Abstand zu Vettel erfragen. Auf geht's. Einstoppstrategie for the win. Mit Soft und Medium. Und wir kommen hoffentlich vom Operes raus. Na, mal schauen. Wird knapp. Aber die beiden Red Bull könnten wir gut bekommen. So, der Herr Operes direkt vor mir. We're trailing our teammate by 16.7 seconds. They're on fresh hearts. They're in third. The time last lap was a 1 minute 10.9. Okay, also ich habe rund, sagen wir mal, 19 bis 20 Sekunden verloren. Pro Runde müsste ich jetzt 1,2 Sekunden gut machen, um an Vettel ranzukommen. Ja, ein Ding der Unmöglichkeit, behaupte ich jetzt mal. Das ist natürlich ganz gut für mich jetzt. Top 5 wird damit easy. Mal gucken, ob wir auch Verstappen bekommen. Um ihn geht's ja. Oder um Albon ginge es eigentlich auch, wenn es um Top 5 Platz geht, aber so will man die Top 5 ja eigentlich nicht berechnen.
dass man die erreicht oder halt nicht erreicht. Okay, 103 Grad scheint hier nicht zu viel zu sein für den Vorderreifen. Sieht gut aus. Also, was sagt die Zeit? Boah. Schon mal ganz gut. Jetzt kein DRS mehr, kein Windschatten mehr von Perez, aber dafür kann ich die Kurve normal fahren und damit sind wir, glaube ich, was die Zeit angeht, wieder in einem ganz guten Bereich. Bisschen weit rausgekommen. Es ist krass, wie man in der Kurve manchmal halt arg untersteuert. Uff, in der letzten Kurve habe ich super krassen Grip. 106 Grad. Was macht dann den Unterschied? Ist es eine andere Reifenmischung? Liegt es daher, dass 106 Grad hier kein Problem ist für den Reifen vorne rechts? Oder ist es... einfach nur der Reifendruck, der jetzt ganz anders ist. Das war eine sehr gute letzte Kurve. Bin mal gespannt, wie viel besser das jetzt war als in den vorigen Runden. Ja, doch ein bisschen. Auf geht's. E5 direkt vor der Nase. Albon, mach mal schneller, Kollege. Was ist denn das Problem an deinem Auto? Okay. All the time you have to leave the space. Okay, das hat eine Sekunde gekostet. Ärgerlich. Na gut, das sind etwa 10 Sekunden zu ihm und ich muss pro Runde eine Sekunde etwa gut machen. Die Harten werden wahrscheinlich keinen krassen Drop haben, was die Pace angeht, aber mal schauen. Ärgerliche letzte Kurve. It seems they fixed whatever the problem was. They're coming back up to speed.
Das hätten sie gerne vor 2-3 Runden schon machen können. Okay. Verstappen is ahead of you. Als Elva. Their tires are 15 laps off. The time last lap was a 1 minute 10.8. 1.2 seconds advantage per lap. Okay, ich dachte, dass eine Elva gefahren sei. Auf geht's. In dieser Runde dürfte ich jetzt im letzten Sektor wieder ein bisschen Zeit gut machen. 1,97 hoffentlich irgendwas in der Richtung. Komm schon. 1,98 ist auch okay. Verstappen hat da trotzdem nicht allzu viel verloren. Verstappen ahead, they're on all cards. Their tires are 16 laps old. The time last lap was a 1:10.7. You're gaining by 8 tenths. 8 tenths. Ja, das ist zu wenig. Ich muss schneller ran. Sieht sehr gut aus. Alright. Vielleicht verliert er beim Überrunden Zeit, wer weiß. Mal gucken. Über eine Sekunde schon zu Verstappen in dieser Runde, glaube ich. Mal schauen, wie es jetzt im letzten Sektor ist. Ich frage auch gleich mal nach der Zeit. Entweder es war eine halbe Sekunde oder anderthalb Sekunden waren es. Verstappen ist ahead of you. They're on all cards. Their tires are 18 laps off. The time last lap was a 1 minute 10.6. You're closing by 4 tenths per lap. War nur eine halbe, schade. Aber es sind nur noch weniger als 6 Sekunden jetzt. Come on. Jetzt war im Mittelsektor sogar mal schneller. Oh, die Reifen sehen super aus. Oh Gott. Hätte hier sogar noch 2 Runden früher reinkommen können. Ja, dass das Spiel selbst über die strategischen Möglichkeiten nicht Bescheid weiß, ist natürlich sehr ärgerlich, ne? Weil wenn das im Strategiebildschirm einigermaßen, ich sag mal, nachvollziehbar dargestellt wäre, wie viel du hier fahren kannst und wie viel nicht, dann wäre ich natürlich viel früher noch an die Box gekommen.
zwei, drei Runden früher wäre auf jeden Fall drin gewesen. Das hätte definitiv den Unterschied zu Verstappen ausgemacht, weil jetzt fahre ich immer noch Low 10er. Und am Anfang wäre ich dann statt mit alten Mediums quasi jetzt mit alten Softs gefahren. Und ich glaube, insgesamt wären die Zeiten doch deutlich schneller gewesen. Ich glaube, so 3 Sekunden oder so Unterschied hätte es schon gemacht. Ob es jetzt für Verstappen gereicht hätte, wir wissen es nicht. Es sieht auf jeden Fall wieder danach aus, als ob er den Abstand einigermaßen halten kann, aber wäre auf jeden Fall dran gewesen. Näher dran. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Aufholjagd. Ich werde auch weiter dranbleiben. Vielleicht kommt ja in der letzten Runde irgendeine Meldung, ja, Verstappen hat jetzt auch ein Problem mit den Reifen oder so. Oder mit irgendwas anderem, so ein bisschen wie bei Albon. Das wäre schön. Für mich. Ja, wenn die Red Bull beide weitergefahren wären normal, dann hätte ich wahrscheinlich beide erwischt, weil die hätten dann Zweikämpfe geführt. Das hätte auf jeden Fall ein bisschen Zeit gekostet, zumindest die beiden Zeit gekostet. Und da wäre ich näher dran gewesen. Das wäre super gewesen. So. 2 Runden noch. Ja, wieder extrem stark gefightet hier. Was heißt denn wieder? In den USA habe ich irgendwann einfach nur noch gequatscht über irgendwelche Themen. Mercedes war heute unbesiegbar. Das merkt man gerade. Da geht nichts vorbei an denen. Und ja, trotzdem, ich habe mein Bestes gegeben, vom letzten Platz nochmal an Verstappen und an Vettel ranzukommen. Und ist zumindest kein schlechter Versuch gewesen, würde ich jetzt mal behaupten an der Stelle. So, letzte Runde. Erneut 1-10-1. Verstappen fährt aber auch super schnell gerade. Das war knapp. Verstappen ahead, they're on all cards. Their tires are 22 laps old. The time last lap was a 1:10.0. You're falling back by 1/10 a lap. Okay, am Ende fährt die KI einfach mal wieder unglaublich schnell. Da hast du halt einfach keine Chance mehr. Ja, aber P5 ist auch okay. Oh Gott, Hamilton, nein! 43.000. Die alte Butterbirne, ey. Mann, Mann, Mann. Ärgerlich, ja. Schade, nicht mal der Zusatzpunkt bleibt uns. Aber hey, 10 Pünktchen. Und ein schönes Rennen. Schön durchgepusht, bis zuletzt. Ich glaube, das möchte ich auch sehen. Voller Einsatz bis zum Schluss. Und Jeff ist auch nach dem Rennen noch ruhig. Sehr schön. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. Anthony Davidson. How do you think they were able to set themselves apart today? Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium.
Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Das ist aber krass, ne? Von jetzt auf gleich hat auch Vettel keine Chance mehr gegen die. Worauf hat das Spiel gewartet? Dass sie buffen. Keine Ahnung. Plötzlich sind die einfach alle schneller. This result narrows the gap between our championship leader and the rest of the standings. Ja. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver of the day? I have to give it to Day. They did a great job at getting the most out of their tyres without losing pace, something that's a very handy skill to have in modern day Formula One. So then, Ferrari have now moved out of sight and out of reach. It's another triumph for the Italian team as they claim the World Constructors' Championship. And with that, we wrap up another weekend of motorsport. But with more races lined up, be sure to join us when we come back with more Formula One. Ja, und es ärgert mich besonders, dass wir diesen Zusatzpunkt nicht haben, weil ich natürlich wusste, dass wir sonst 730 Punkte gehabt hätten. Das wäre sehr schön gewesen. Ja, trotzdem, schönes Rennen. 121 Punkte Vorsprung zu Vettel. Hamilton da nur noch 3 Punkte Rückstand. Also ein Ferrari 1-2 in der WM würde ich schon noch gern behalten, muss ich ehrlich sagen. Das wäre sehr schön. Aber Mercedes, wie gesagt, die wurden jetzt einfach random gebufft. Carlos Sainz zieht derweil an Lando Norris vorbei. McLaren zieht dadurch, glaube ich, auch an Renault jetzt. Oder von Renault weg. Ja, noch 3 weitere Punkte. Ja, also da scheint es auch nicht mehr wirklich spannend zu werden. Aber ein letztes Rennen werden wir uns auf jeden Fall noch geben. Ein letzter Ritt mit F1 2019. Dem meiner Meinung nach bisher besten Formel 1-Spiel von Codemasters. Und zwar mit relativ großem Abstand sogar. Ja, würde ich schon sagen. KI ist in 2017 eigentlich schon ein Ticken geiler, aber... Also, dass die auch zurückziehen durchaus, aber... Wenn du dich ein bisschen an die KI gewöhnst, ist es schon ein sehr, sehr, sehr geiles Game. Aber 2020 scheint da nochmal eine ordentliche Schippe draufzulegen. Ja, das werden wir dann demnächst sehen. Morgen aber erstmal das Finale, wie es dann weitergeht mit F1 2020. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abo raushauen für alle Neuen auf dem Kanal. Verpasst ihr auch zu F1 2020 nichts. Haut rein.